بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala trotz unserer Verspätung versuchen, Surat al-Tahrim abzuschließen. Und wir hatten ja, alhamdulillah, in den letzten drei Wochen uns intensiv mit dieser Sura beschäftigt gehabt, in den letzten zwei Wochen, und sind angekommen zu der Ayah Nummer 6, wo Allah subhanahu wa ta'ala nun die Gläubigen anspricht. In der Ayah davor hat ja Allah ta'ala indirekt den Ehegattinnen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gedroht gehabt, dass er sie austauschen kann, die Ehegattinnen, mit anderen Gattinnen, welche über ganz spezifische Eigenschaften verfügen und welche besser sind als die Gattinnen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu diesem Zeitpunkt hatte. Vielleicht noch mal kurz, um das in Erinnerung zu rufen, um wen ging es noch einmal? Also diese ersten Ayat, wen betrafen sie? Es ging ja um zwei Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Welche beiden Frauen waren das gewesen, die Allah Ta'ala hier anspricht in diesen Ayat? Aisha und Hafsa radiyallahu anhuma. Genau, Aisha und Hafsa radiyallahu anhuma. Absolut korrekt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt diese Ayat bekommen, in denen Allah Ta'ala diese beiden Frauen tadelt und dann auch aufzeigt, dass Allah Ta'ala, wenn er wollte, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Frauen schenken könnte, Ehegattinnen schenken könnte, die besser sind als sie. Und Allah Ta'ala ernennt daraufhin mehrere Eigenschaften. Muslimatin, es handelt sich um muslimische Frauen. Mu'minatin, um gläubige Frauen. Qanitatin, demütige Frauen. Ta'ibatin, Frauen, die immer wieder bereuen und zu Allah zurückkehren. Abidatin, Frauen, die Ibadat vollziehen und die Allah Ta'ala mit den unterschiedlichsten Arten von gottesdienstlichen Handlungen versuchen, nahe zu kommen. Sa'ihat, da hatten wir letztes Mal gesagt gehabt, dass es sich hierbei unter anderem auch um fastende Frauen handeln kann. Manche Gelehrte sagen aber, Sa'ihat bedeutet Frauen, welche die Hijra vollzogen haben. Frauen, welche die Hijra, das heißt die Auswanderung, vollzogen haben von Siyaha. Siyaha ist ja Tourismus oder Umherwandeln. Ja? Und diese beiden Bedeutungen gibt es. Thayyibatin wa Abkara. Entweder Frauen, die schon mal verheiratet gewesen waren, oder Abkara oder Jungfrauen. Ich bitte mal die Schwestern, weil das immer für die Brüder sehr unangenehm ist. Die Schwestern, die da links sitzen, einfach mal auf diese Seite zu kommen, weil der Eingang muss frei bleiben. Barakallahu fikum. Es wäre auch gut eigentlich immer, wenn wir das inshallah mit dieser Trennung machen, dass die verantwortlichen Schwestern sich einfach mal darum kümmern, inshallah. Weil die Brüder können sonst nicht rausgehen, Schwestern, barakallahu fikum. Einfach mal den ganzen Eingang, den Bereich freilassen, damit inshallah ta'ala dort dann auch die Brüder lang gehen können. Ich danke euch. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hier noch einmal indirekt den Ehegatten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam für ihren Fehler, den sie gemacht haben, gedroht hat, was war nochmal ihr Fehler gewesen? Was war nochmal ihr Fehler gewesen? Was haben sie denn falsch gemacht? Ja. Genau. Wenn der Prophet zusammen mit seiner Frau Zainab bin Jahsh war, hat sie ihm Honig gegeben, den er dann essen konnte, und er liebte Honig, sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben dann sich geeinigt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam jedes Mal zu sagen, wenn er von Zainab kam, er habe Mundgeruch, woraufhin er dann Hafsa anvertraute, dass er nicht mehr bei Zainab Honig essen wird. Und sie das dann aber weiter erzählt hat und an Aisha erzählt und Aisha das auch aufgenommen hat, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala beide dafür kritisiert hat. Und wir haben ja letztes Mal auch ausführlich über diese erfundene Geschichte gesprochen, die keine Grundlage hat, nämlich mit Maria al-Qibtiyya, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeblich sozusagen mit ihr zusammen war und intim wurde im Haus von Hafsa, aber wir haben aufgezeigt gehabt, dass diese Geschichte keine Grundlage hat und dass sie frei erfunden ist und dass es sich hierbei um
nicht authentische Hadithe unseres Propheten zu Hause haben, selbst wenn wir das immer wieder auch in den Tafsir-Büchern vorfinden. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala allgemein oder im Spezifischen über dieses Ereignis gesprochen hat, geht Allah Ta'ala jetzt zu den Gläubigen über. Sondern damit, dass sie auch daraus Lehren ziehen können. Dass sie aus dieser Geschichte auch eine Lektion entnehmen können. Für sich selbst. Und Allah Ta'ala spricht jetzt die Gläubigen, jeden einzelnen Gläubigen, mich, dich, euch, Männer, Frauen, er spricht sie jetzt an mit den Worten, ja, ayyuhalladhina amanu. O, die ihr glaubt. Und was ist jetzt ganz konkret der Aufruf? Allah Ta'ala, er sagt, ja, ayyuhalladhina amanu. Diese Ayah ist eine der wichtigsten Ayat überhaupt im Koran, in der Allah Ta'ala uns aufzeigt, was unsere Verantwortung ist gegenüber unseren Familien, unseren Kindern, unseren Ehegattinnen, unseren Ehegatten. Ja, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu Akbar. O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala dieses Feuer. Wa quduha an-nas wal hijara, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Menschen werden darin brennen und Steine. Manche Gelehrte haben gesagt, es handelt sich um die Götzen, die in der Dunya angebetet wurden. Alayha malaikatun ghilawun shidad. Über das hartherzige, strenge, enge Gesetz sind. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Eine Ayah, welche das Herz erbeben lässt. Eine Ayah, welche uns noch einmal aufzeigt, was unsere eigentliche Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Familien ist. Viele denken heutzutage, dass ihre Verantwortung allein darin liegen würde, ihre Kinder zu ernähren und ihnen materialistisch etwas zu geben, im materialistischen Sinne. Kleidung, Essen, Spiel, Spaß. Und sie denken, umso mehr sie ihren Kindern bieten, desto besser sind sie ihrer Verantwortung gerecht geworden. Und vernachlässigen aber häufig was? Vernachlässigen aber häufig das, wofür sie eigentlich verantwortlich sind. Nämlich ihren Kindern beizubringen, warum sie überhaupt auf dieser Welt sind. Ihnen den Sinn ihres Daseins und ihrer Existenz zu erklären. Das ist die eigentliche Verantwortung, die ich trage. Ich mache es mal anhand von einem Beispiel klar und deutlich, warum das unsere eigentliche Verantwortung ist. Ein Waisenkind, was keine Eltern hat. Verhungert es in der Regel? Nein. Kann ein Waisenkind trotzdem groß werden, zu einem erwachsenen Menschen heranwachsen? Ja. Kann es trotzdem erfolgreich sein in der Dunya? Ja. Selbst wenn es keine Eltern hatte. Das heißt, deine Kinder würden auch ohne dich überleben. Deine Kinder würden das, was du ihnen bietest, auch ohne dich bekommen. Allah Ta'ala, er sagt das klar und deutlich. La nas'aluka rizqa, in Bezug auf deine Kinder. Wir fragen dich nicht nach Versorgung. Nahnu narzuquk, wir werden dich versorgen. Wa la'aqibatu lit-taqwa. Aber der Ausgang ist für die Gottesfurcht. Das, was aber deinen Kindern fehlen wird, wenn du ihnen es nicht beibringst, gerade auch in einer Gesellschaft, in der es wenig Muslime gibt, in der die Gesellschaft selbst den Islam nicht beibringen kann, sogar genau das Gegenteil beibringt. Der Mensch eigentlich vom Islam, von der Gottergebenheit weggeführt wird. Und zwar zu dem genauen Gegenteil, dass ich als Mensch im Zentrum stehe und es so etwas wie Gott eigentlich nicht gibt. Und selbst wenn, dann hat er uns nicht zu interessieren und hat sich nicht in unser Leben einzumischen. Das ist ja das, was vermittelt wird heutzutage. Selbst wenn es Gott geben sollte, dann schön, dann gibt es ihn. Aber der soll bitte da bleiben, wo er ist und sich nicht in unsere privaten Angelegenheiten einmischen. Wie ich mein Leben gestalte, das geht Gott bestimmt nicht an. Ja, so denken doch die Menschen, ist doch so. Das ist doch einfach das, was die Menschen heutzutage tun. Ja, selbst wenn sie irgendwie spirituell sind, ja, okay, in einem bestimmten Bereich, aber sonst, dass Gott bestimmt, wie ich zu leben habe, an welche Regeln ich mich zu halten habe, was richtig, was falsch ist. Nein, 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 nein. Ich bestimme selbst, was richtig und was falsch ist.
Da hat Gott nicht mitzureden. Und genau das ist es, was dieses Kind, was ohne muslimische Eltern aufwächst, gerade in solch einer Gesellschaft, nicht lernen kann. Das ist also deine eigentliche Verantwortung, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Deine eigentliche Verantwortung besteht worin, dass du deinen Kindern genau diese Dinge beibringst. Weil das Materielle, das werden sie ohnehin bekommen, ob mit dir oder ohne dich. Und noch einmal diese andere Ayah, die ich nur von der Hälfte gelesen hatte. Kommen wir zum Anfang der Ayah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Befehle deiner Familie das Gebet an. Befehle es ihr. Befehl. Es geht hier um ein Amr. Was ist ein Amr? Ein Amr ist ein Befehl. Wastabir 'alayha. Und beharre in Geduld darin. La nas'aluka rizqa. Wir werden dich nicht danach fragen, ob du versorgt hast oder nicht. Nahnu narzuquk. Wir werden dich versorgen. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Und der Ausgang ist für die Taqwa. Allahu Akbar. Als Ibrahim alayhi salam Hajar gemeinsam mit ihrem Neugeborenen und seinem Neugeborenen, und zwar Ismail alayhi salam, zurückgelassen hat in einer Wüste im Tal von Mekka, ohne jegliche Vegetation. Da machte er ein Dua, als er sie hinter sich gelassen hatte. Hört euch mal dieses Dua an. Dieses Dua ist sehr interessant. Rabbana. Also ihr müsst euch vorstellen, er lässt jetzt Hajar und Ismail, ein neugeborenes Kind, einfach in eine Wüste zurück, wo es nichts gibt. Kein Wasser, keine Pflanzen, keine Menschen, keine Tiere. Aber jetzt schaut mal, was er für ein Dua macht. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O mein Herr, ich habe von meiner Nachkommenschaft, also Hajar und Ismail, ein Teil in einem Tal gelassen, ohne jegliche Pflanzen und Vegetation. Bei deinem heiligen Haus. In der Baytika al-Muharram. Und was ist jetzt dein Dua? Wer kennt die Ayah? Wie geht die Ayah weiter? Was würdest du als allererstes bitten? Mal ganz ehrlich. Du weißt, deine Familie hat nichts zu essen, nichts zu trinken. Woran würdest du als erstes denken? Ja, Allah gib ihnen zu essen und zu trinken, damit sie überleben können. Aber schau mal, was jetzt dein Dua ist. Rabbana liyuqimu s-salah. Oh, unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. Subhanallah. Das ist das Erste, woran er denkt. Er macht sich Sorgen darüber, wie ihre Beziehung zu Allah ist. Er ist nicht umsonst Khalil Rahman, der engste Freund des Al-Abamas. Nicht umsonst. Er hat verstanden, worum es geht. Rabbana liyuqimu s-salah. Das Allererste. Faj'al af'idatan minan nasi. Und dann lass manche Menschen, sozusagen die Herzen mancher Menschen, an diesen Ort gebunden sein, dass sie dort zu diesem Ort gehen wollen, und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sind. Zuerst die Beziehung zu Allah und dann das Materielle. Genau so muss es sein. Warum? Weil was habe ich denn bitte schon davon, dass meine Kinder im materiellen Sinne erfolgreich sind? Aber dann am Ende, nachdem sie gestorben sind, zu Brennfeuer des Höllenfeuers werden. Zu Brennstoff des Höllenfeuers werden. Was habe ich davon? Wo ist mein Iman? Wo ist mein Iman, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und dass der Mensch dort zur Rechenschaft gezogen wird für seinen Iman und für seine Handlungen. Was habe ich von einem Kind, was nicht Allah kennt? Es ist mein Kind, ich liebe es. Aber wenn ich es wirklich liebe, dann versuche ich es zu schützen, genau davor, wovon Allah Ta'ala in dieser Ayah spricht. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Schützt euch selbst und eure Familie vor einem Höllenfeuer. Was für harte Worte, subhanallah. Und deswegen ist diese Ayah, lernen wir was, Prioritäten zu setzen in unserer Erziehung. Es gibt manche Väter, die sind den ganzen Tag beschäftigt nur mit Arbeit. Den ganzen Tag, sie sehen ihre Kinder gar nicht mehr. Gar nicht. Haben keine Zeit, ihren Kindern in die Moschee zu kommen. Immer nur mit Arbeit beschäftigt. 24 Stunden. Und sie denken, sie tun damit etwas Gutes. Und dann gibt es auch heutzutage, was sehr üblich ist,
viele Eltern, die beide dann noch arbeiten gehen und gar keine Zeit mehr für ihre Kinder haben. Weder Mutter noch Vater. Wie will ich dann bitte schön meinen Kindern was beibringen über Allah, über die Religion, wenn ich keine Zeit für sie habe, wenn ich nie mit ihnen in die Moschee komme? Das funktioniert nicht. Deswegen, lasst uns Prioritäten setzen. Wir haben ja einige, die sind schon älter. Lasst uns Prioritäten setzen in unserer Erziehung. Was nicht heißt, dass ich meinen Kindern nichts bieten soll. Das bedeutet das nicht. Es geht nur um die Frage, was sind meine Prioritäten? Und dann, Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt sozusagen dieses Höllenfeuer und er zeigt auf, dass es in diesem Höllenfeuer Engel gibt. Wenn man sich Engel vorstellt, denkt man immer an was? Man denkt immer bei Engeln immer an was Gutes, Schönes, oder? Kann sich Engel nicht vorstellen, die hart sind, hartherzig. Aber das ist genau diese falsche Vorstellung, die uns Hollywood vermittelt. Hollywood übermittelt uns, Engel sind, weiß ich nicht, schöne Wesen, sind sie auch wirklich, subhanallah, Allah beschreibt sie, das Lichtwesen, die immer barmherzig sind, immer gütig sind. Engel sind am Ende nur eine Sache, sie sind Diener Allahs, die das ausführen, was Allah von ihm verlangt hat. Der Todesengel. Der Todesengel erkennt keine Barmherzigkeit. Wenn der Zeitpunkt kommt, wo er deine Seele nehmen muss, dann nimmt er sie. Es ist ihm völlig egal, in was für einem Zustand du bist. Er hat nur eine Aufgabe, die er erfüllen muss, und die wird er auch erfüllen. Alles andere interessiert ihn nicht. Warum? Weil er ein Diener Allahs ist. Malik, der Hauptengel und der verantwortliche Engel für das Höllenfeuer. Ihm ist es völlig egal, ob die Menschen darin schreien oder nicht schreien, ob sie ihn anflehen oder nicht. Sie werden sagen, O Malik, dein Herr soll endlich uns ein Ende setzen, wir wollen raus aus diesem Höllenfeuer. Sagt, ihr werdet bleiben, ist ihm völlig egal. Er hat eine Aufgabe und die setzt er um. Er ist ein wahrer Gottesdiener. Und das müssen wir verstehen. Und im Höllenfeuer werden Engel sein, die einfach nur ihre Pflicht erfüllen und das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Allahu Akbar. Und genau das ist es, was Allah ta'ala uns hier sagt. La ya'asuna Allah ma amarahum. Die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sondern tun, was ihnen befohlen wird. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über diese Ayah, in dieser Ehe uns auffordert, die Gläubigen auffordert, uns um die Religion unserer Kinder zu kümmern und sie zu schützen vor dem Höllenfeuer, spricht Allah Ta'ala jetzt die Ungläubigen an. Und das kommt nur einmal im Koran so vor. Und zwar, dass Allah sich direkt an die Ungläubigen wendet. An die Kuffar. Ja, ayyuhalladhina kafaru. O, die ihr ungläubig seid. La ta'taziru al-yawm. Entschuldigt euch heute nicht. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Das Wort Kafir ist ein Wort, mit dem wir uns kurz beschäftigen müssen, weil es häufig missverstanden wird. Es wird häufig missverstanden und häufig auch falsch verwendet. Der Koran, wenn er das Wort Käfer verwendet, verwendet er es in einem polemischen Sinne. Was heißt das? Das heißt, er wirft bestimmten Menschen vor, etwas zu tun, und zwar ganz aktiv, nämlich was? Die Wahrheit zu überdecken. Die Wahrheit zu überdecken. Also Allah Ta'ala, er spricht hier ganz bewusst diejenigen an, von denen er weiß, dass sie die Wahrheit erkannt haben, aber sie überdecken. Weil Kafara heißt, etwas überdecken. Über etwas Erde schütten. Und dementsprechend muss ich als Muslim in meinem Alltagsgebrauch aufpassen, wie ich das Wort Käfer verwende. Allah Ta'ala, er verwendet es hier in einem polemischen Sinne. Er klagt diese Menschen an. In meinem alltäglichen Umgang aber mit Menschen, die auch nicht Muslime sind, muss ich aufpassen, welche Worte ich verwende. Und genau das lehrt uns auch der Koran. Der Koran, er verwendet beispielsweise nicht immer das Wort Käfer, sondern es kommt immer auf den Kontext an.
Manchmal verwendet Allah Ta'ala sogar sehr schöne Worte gegenüber denjenigen, die die Botschaft abgelehnt haben. Wie beispielsweise, Ya Ahl Kitab, o ihr Besitzer der Schrift. Das ist eine schöne Bezeichnung. Allah sagt nicht, o ihr Kuffar, sondern er sagt, Ya Ahl Kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er ruft sie mit einer Sache, mit der sie sich auch identifizieren können. Weil sie nämlich Leute sind, die zuvor eine Schrift erhalten haben. Manche Muslime verstehen das nicht und sie denken, ich muss irgendwie gegenüber jedem Nicht-Muslim ebenfalls genauso polemisch sein, wie es der Koran an einigen Stellen tut. Nein, der Koran, er differenziert. Und ich muss auch differenzieren. Und deswegen sollte ich in meinem alltäglichen Umgang mit Menschen in meiner Gesellschaft immer Worte verwenden, welche den Gegenüber nicht kränken. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass ich das sogar als Muslim in sozusagen Eigensinne tue. Und zwar sagt Allah ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beschimpft nicht diejenigen, welche neben Allah andere Gottheiten anbeten, weil sie dann nämlich daraufhin Allah beschimpfen ohne Wissen. Das heißt, wenn ich jetzt schlechte Worte gegenüber den Menschen in dieser Gesellschaft verwende, sage, du aller Ungläubiger, du bist doch ein Ungläubiger, du bist doch ein Käfer. Wie wird der Gegenüber reagieren? Er wird mindestens genauso schlimme Worte verwenden. Und deswegen muss ich immer als Muslim aufpassen. Der Koran, er verwendet das Wort Käfer immer in bestimmten Kontexten. Aber in anderen Kontexten verwendet Allah Ta'ala auch andere Worte. Und es kommt immer darauf an, was ich erreichen möchte. Und wenn ich mit Menschen friedlich zusammenlebe in einer Gesellschaft, sollte ich natürlich nur die Worte nutzen, welche den mir gegenüber nicht kränken. Auch wenn ich weiß, er ist in dem Sinne ein Käfer, er überdeckt die Wahrheit. Aber ich weiß häufig nicht, macht er es bewusst oder macht er es unbewusst. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, im rein Islam oder theologischen Sinn sind sie Kuffar im Allgemeinen. Sie sind Kuffar. Also sie fallen unter die Kategorie eines Käfers. Aber im Umgang miteinander muss ich immer darauf achten, wie ich mit den Menschen umgehe. Weil am Ende weiß ich nicht, wer wirklich Käfer bei Allah ist und wer nicht. Es kann sein, dass jemand die Wahrheit nicht absichtlich abgelehnt hat. Er hat sie einfach nicht gekannt. Sie war ihm nicht klar gewesen. Oder vielleicht hat er sie sogar verinnerlicht und ich wusste das gar nicht. Deswegen muss ich da immer was aufpassen bei diesen Begrifflichkeiten. Gut. Und Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er jetzt? Er sagt, la ta'taziru al-yawm. Oh, die ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Das ist vorüber. Khalas, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Eure Entschuldigung bringt nichts mehr. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Und das muss mir klar sein, auch als Muslim. Wenn meine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Dann kann ich mich doch so sehr entschuldigen. Es bringt nichts. Ich kann mich jetzt entschuldigen. Ich kann jetzt Taube machen. Ich kann jetzt zu Allah ta'ala zurückkehren. Und deswegen in der darauffolgenden Ayah fordert ja Allah Ta'ala auch die Gläubigen dazu auf, zu bereuen, wie wir gleich sehen werden, inshallah Ta'ala. Jetzt ist die Zeit des Handelns. Nach dem Tod ist die Zeit der Vergeltung. Merkt euch das. Wir sind jetzt in Dar al-Amal, in der Wohnstätte des Handelns. Dar al-Ibtila, der Wohnstätte des Prüfens. Nach dem Tod sind wir wo? In Dar al-Jaza, in der Wohnstätte der Vergeltung. Da werden uns die Dinge vergolten. Da habe ich keine Möglichkeit, nämlich zu entschuldigen. Es bringt nichts. Es ist vorbei. Khalas. Möge Allah uns festigen, ja Rabbil Alamin. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, in diesen Ayat spricht er jetzt über was? Er spricht jetzt einmal die Gläubigen an und dann spricht er die Ungläubigen an, um es nochmal aufzuzeigen. Wenn ich mich um meine Kinder nicht kümmere, dann kann es passieren, dass sie dann zu Ungläubigen werden. Und dann wird es ihnen am jüngsten Tag nichts bringen. Und das ist natürlich auch eine indirekte Warnung an die Ehegattinnen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die gesamte Sure dreht sich ja darum. Eine indirekte Warnung. Wie gefährlich das ist, was sie getan haben. Und dann eine direkte Warnung an uns Gläubige, dass wir bei unserer Erziehung, bei der Auswahl unserer Ehepartner, bei all diesen Dingen darauf Acht geben müssen, dass die Religion im Vordergrund steht. Weil wenn wir erst einmal vor Allah stehen, dann werden uns Entschuldigungen auch nicht weiterbringen. Und deswegen, Allah Ta'ala in der nächsten Ayah, er fordert uns auf zu einer aufrichtigen Taube. Eine unglaublich schöne Ayah. Eine Ayah, subhanallah, die uns aufzeigt,
dass am jüngsten Tag das Einzige, was dir helfen kann, dein Iman ist, deine Taube ist und dass all deine guten Taten plötzlich zu einem Licht werden. An jenem Tage, wo es stockduster sein wird. Allah Ta'ala, er sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Oh, die ihr glaubt, noch einmal, der zweite Aufruf an die Gläubigen direkt. Der erste, schützt eure Kinder und eure Familien und euch selbst vor dem Höllenfeuer. Und dann, wie kann ich mich schützen durch eine Taubat nasuha? Oh, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Was ist eine Taubat nasuha? Taube, wissen wir, heißt umkehren. Ich kehre um, und zwar reumütig. Was ist aber eine Taubat Nasuha? Das Wort Nasuha kommt von Nasaha. Und Nasaha bedeutet aufrichtig sein, rein sein, klar sein. Man sagt Asal Nasuha. Ein Asal Nasuha ist was? Ist reiner Honig, subhanallah. Ja, so richtig goldreiner Honig, echter Honig, der nicht verschmutzt wurde, verdreckt wurde mit irgendetwas anderem. Und eine Taubat Nasuha ist was? Eine aufrichtige Reue. Nasiha. Nasiha heißt was? Ratschlag. Und Nasiha heißt Nasiha, weil ich nämlich eigentlich, wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, dabei aufrichtig sein sollte. Dabei was? Aufrichtig sein sollte. Es für Allah tun sollte. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ad-Din an-Nasiha. Die Religion ist was? Die Nasiha, diese Aufrichtigkeit, dieser aufrichtige Ratschlag. Und Taubat Nasuha ist nicht irgendeine Taube, sondern ist eine aufrichtige Taube für Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt jetzt verschiedene Definitionen unter den Gelehrten, was eine Taubat Nasuha ist. Und zwar, ja, einige haben gesagt, eine Taubat Nasuha ist ein Yatuba thumma la ya'uda ila dhanbi kama la ya'udu labanu ila dhar'. Allahu Akbar. Dass du bereust und dann zu der Sünde nicht zurückkehrst, genauso wie die Milch nicht in den Euter zurückkehren kann. Subhanallah. Wenn die Milch erst einmal aus dem Euter raus ist, kannst du sie nicht wieder reintun, oder? Geht nicht. Ja? Und Subhanallah, er sagt, ja, du bereust genauso, ja, dass du nicht mehr zurückkehren kannst zur Sünde, wie die Milch nicht zurückkehren kann in den Euter. Allahu Akbar. Das ist ein Taubat Nasuha. Eine Taube, die dich komplett verändert. Dann ebenfalls Al-Hasan Al-Basri, er sagte, hier an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma mada mujmi'an 'ala alla ya'ud fihi. Das eine Taubat Nasuha ist, dass ein Diener Gottes, ein Mensch, bereut, was er getan hat und bereut, was er sozusagen vorausgeschickt hat und fest entschlossen ist, nicht noch einmal zurückzukehren. Also es dreht sich alles um was? Es dreht sich alles darum, dass ich, nachdem ich bereut habe, nicht nochmal zurückkehre. Dass ich gefestigt bleibe. Das ist eine Taubat Nasuha. Es gibt Menschen, die bereuen. Und sie bereuen sogar vielleicht aufrichtig. Aber sie werden schwach und kehren wieder zurück. Das ist keine Taubat Nasuha. Er hat zwar Taube gemacht und es ist auch gut, dass man das macht. Es ist auch gut. Man soll immer bereuen. Egal wie oft du eine Sünde hast, versuch immer wieder zu bereuen. Versuch immer wieder zu Allah zurückzukehren. Gib nicht auf. Mach es immer wieder. Steh immer wieder auf. Wie so ein Aufstehmännchen. Immer wieder, immer wieder. Ja? Gib nicht auf, egal was ist. Weil es könnte sein, dass du in dem Moment, wo du gerade bereust, zu Allah zurückkehrst. Und dann wird Allah deine Reue annehmen und akzeptieren. Du hast versucht, Allah sieht, du versuchst es wenigstens. Aber eine Taubat Nasuha unterscheidet sich worin? Dass du wirklich erfolgreich bist in deiner Taube. Das heißt, wirklich nie wieder zu dieser Sünde zurückkehrst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von uns, dass wir wirklich so bereuen, dass wir nie wieder zu dieser Sünde zurückkehren. Und auch hier wieder ein indirekter Hinweis an wen? An Aisha und Hafsa radiallahu anhuma. Die gesamte Sure dürfen wir nie vergessen, den Kontext. Ja? Allah Ta'ala erinnert sie. Sagt, guck mal, ihr habt diesen Fehler gemacht, aber ihr könnt bereuen. Ihr könnt das wieder gut machen. Weil einige könnten das jetzt verwenden gegen unsere Mütter. Und sagen, ah, die Mütter der Gläubigen, guck mal, was sind das für Frauen. Diejenigen, die so reden, sie sollen den ersten Stein, weil er sündenfrei ist, wie es Jesus sagt, ja, er soll den ersten Stein werfen. Ja, jeder macht Fehler. Und subhanallah ta'ala, er hat das hervorgehoben, aufgezeigt, dass es ein großer Fehler ist. Aber er hat gleichzeitig auch gezeigt, dass man bereuen kann. Und dass, wenn man bereut, Allah subhanahu wa ta'ala diese Reue auch annehmen wird. Und sie haben bereut.
walhamdulillahi rabbil alameen. Und dann sagt Allah Ta'ala folgendes. Ja, was ist, wenn man bereut? Was passiert dann, wenn man diese aufrichtige Reue hat? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi-aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen. Und wenn Allah Ta'ala sagt asa, vielleicht, da meint er, er wird es tun. Ganz wichtig. Wenn wir im Koran hören, Asa, in Bezug auf eine Eigenschaft Allahs, dann wissen wir, Allah wird das machen. Das ist ein Versprechen Allahs, dass wenn du bereust, Allah wird deine Reue annehmen. Daran darf ich keinen Zweifel haben, subhanallah. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, man darf keinen Zweifel haben, im Allgemeinen, dass Allah Ta'ala eine Reue annimmt, weil Allah es versprochen hat. Nur in Bezug auf das Individuum, also hat jetzt Allah meine Reue oder deine Reue angenommen, das weiß nur Allah alleine. Aber im Allgemeinen, wenn die Voraussetzungen für eine Reue gegeben sind, sei dir sicher, Allah Ta'ala nimmt dich an. Aber es kann ja sein, dass jemand bereut, aber nicht aufrichtig bereut hat. Oder Fehler gemacht hat bei der Reue. Und Allah weiß das und deswegen ihn nicht vergibt. Aber man kann allgemein sagen, wenn jemand die Voraussetzungen für eine Reue erfüllt hat, wird Allah Ta'ala seine Reue annehmen und akzeptieren. Daran besteht kein Zweifel. Kein Zweifel. Was sind nochmal die Voraussetzungen? Wir haben das schon oft erwähnt, aber lass uns diese Voraussetzungen nochmal kurz erwähnen, inshallah. Was sind die Voraussetzungen für eine angenommene Taube? Wir haben im Grunde genommen vier Voraussetzungen, kann man sagen. Also sollen sie kurz aufzählen. Ja. Dass man die Sünde erkennt und bewusst wird. Ja, also dass man sozusagen das bedauert, was man getan hat. At-taubatu an-nadam. Der Prophet sagt, at-taubatu an-nadam. Dass ich wirklich innerlich tief trauere darüber, dass ich diese Sünde begangen habe. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Ja. Bitte. Die Sünde stoppen. Die Sünde stoppen. Kommt wirklich direkt in dem Moment stoppen. Nummer drei. Ja, das sozusagen um Vergebung bitten. Das fügen auch einige Gelehrte wirklich hinzu, dass sie sagen, das ist sozusagen mit Istighfar verbunden. Ja? Kann man hinzufügen, aber das ist, gehört jetzt nicht zu diesen Grundvoraussetzungen, ja? Weil das ist sozusagen im Grunde ein, das ist dann eine Folge dessen, dass wenn ich natürlich bereue, ich automatisch auch Allah um Vergebung bitte. Ja, Nummer drei. Dass man sich fest vornimmt, diese Sünde entschlossen ist sozusagen, diese Sünde nicht noch einmal wieder zu tun. Und sich auch wirklich sozusagen dann daran hält. Ja? Und wenn man sich dann daran hält, ist eine Taubat noch so, subhanallah. Und jetzt gibt es noch Nummer 4, ja? Nicht weiter praktizieren, richtig, das hatten wir gesagt gehabt. Also nicht weiter erzählen, ja, das ist natürlich ohnehin eine Sache, die man nicht tun sollte. Ja? Und schon gar nicht, um damit anzugeben. Ja, Allah, unser Prophet sagt, ja, kullu ummati mu'afan illa mujahidin. Jeder meiner Umme ist sozusagen, hier, wie heißt es, mu'afan? Also, ich fühle gerade das Wort auf Deutsch nicht ein. Wird nicht belangt sozusagen, außer diejenigen, die die Sünde öffentlich sozusagen dann kundtun. Und sagen, ja, ich habe gesündigt, ich habe das getan. Allah hat ihn geschützt in der Nacht und am Tag erzählt er das allen. Ja. Aber nein, es gibt noch eine, das ist auch eine der wichtigen Sachen natürlich, aber eine vierte Voraussetzung, die jetzt mit einer speziellen Sünde zu tun hat. Ja? Bitte? Wenn es in Bezug auf Menschen ist, dass ich das wieder gut mache. Korrekt. Das sind diese vier Voraussetzungen. Tamam? Das sind diese vier Voraussetzungen. Merken wir uns in Schau. Ganz, ganz wichtig. Damit ich auch für mich weiß, wann Allah eigentlich meine Taube annimmt und nicht. Erstmal, ich muss es bedauern. Nadam. Zweitens, ich muss damit sofort aufhören. Drittens, ich muss fest entschlossen sein, es nicht nochmal zu tun. Und viertens, ich muss es wieder gut machen, wenn ich damit anderen Menschen Unrecht getan habe. Und was ist, wenn das ist? Allah Ta'ala sagt, Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen. O yudkhilakum jannat und euch in Gärten eingelassen, durch Eid von Bächen, am Tag, der Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Im Umkehrschluss, diejenigen, die nicht mit den Propheten gegangen sind, die werden dann in Schande gestürzt werden. Risi, absolute Schande am jüngsten Tag. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala ihren Zustand.
yas'a nuruhum, nuruhum yas'a bayna aydihim wa aymanihim, wa bi aymanihim. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Das heißt, sie haben vor sich Licht und sie haben neben sich Licht. Und dieses Licht variiert. Manche Menschen werden glänzen wie ein blitzender Stern. Subhanallah, so stark wird ihr Licht sein. Die werden glänzen wie ein glitzender Stern. Manche werden ein kleines Licht haben. Manche vielleicht nur eine ganz kleine Lampe, ganz schwache Lampe. Ja? Und manche werden wie eine Sonne strahlen. Subhanallah, es kommt auf deine Taten an. Du kannst dafür sorgen am jüngsten Tag, dass du ein großes Licht hast. Wo du vielleicht sogar nicht nur deinen eigenen Weg erhältst, sondern vielleicht sogar noch den Weg für viele andere Menschen. Dass die Menschen am jüngsten Tag so noch dankbar sein werden. Alhamdulillah, guck mal, was hat der für Hasanat gemacht? Allahu Akbar. Ja, dass er solch ein Licht hat am jüngsten Tag. Subhanallah, möge Allah uns ein Licht geben, ja Rabbil Alamin. Und sie werden dann sozusagen dieses Licht haben und werden dann trotzdem noch Dua machen. Rabbana atmim lana nurana. Sie werden sagen, unser Herr vollende für uns unser Licht, dass wir das Paradies betreten können. Waghfir lana, lass es nicht ausgehen, dieses Licht. Und vergib uns. Innaka ala kulli shay'in qadir. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Möge Allah Ta'ala uns am jüngsten Tag ein starkes, erhellendes Licht schenken, welches uns ins Paradies führt. Amin, Rabbil Alamin. Und jetzt, nachdem Allah Subhanahu wa Ta'ala über die Gläubigen gesprochen hat und dass sie oder sie aufgefordert zu bereuen, spricht jetzt Allah Ta'ala wen an? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar mit den Worten: Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und gegen die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt im Grunde genommen auch in dieser Sure unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie man dann auch eine Gesellschaft schützen kann, in der eine Familie, eine muslimische Familie, auch dann muslimisch aufwachsen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er fordert hier den Propheten auf, sich abzumühen. Gegen wen? Gegen die Ungläubigen und gegen die Heuchler. Gut. Was ist mit diesem Dschihad gemeint? Der Dschihad hat verschiedene Stufen. Ibn al-Qayyim, er zeigt uns auf, der Dschihad hat unterschiedliche Stufen. Es gibt den Dschihad gegen den Shaitan. Und dieser Dschihad sieht wie aus? Dass ich mich vor dem Shaitan schütze und versuche, den Shaitan zu bekämpfen. Dann gibt es den Dschihad gegen die Kuffar, wie es hier erwähnt wird, gegen die Ungläubigen. Und der kann auch unterschiedliche Formen annehmen. Und eine der Formen ist unter anderem durch Militärgewalt, wie es auch teilweise zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschehen ist. Aber es kann auch sein durch Argument. All das sind was? Form von Dschihad. Oder durch Da'wah, dass man sie einlädt zu Allah subhanahu wa ta'ala. All das ist eine Form von Dschihad. Also Dschihad nur zu beschränken auf diese eine Form, und zwar die Waffe und der bewaffnete Kampf, ist sozusagen eine Einschränkung dieses sehr, sehr weiten Begriffes. Dschihad ist jegliche Form von Anstrengung auf dem Weg Allahs. Und dann ebenfalls gegenüber den Heuchlern. Wie sah der Dschihad des Propheten Sosan gegenüber den Heuchlern aus zu seiner Zeit? Hat der Prophet Sosan die Waffe gegen die Heuchler erhoben? Nein, hat er nicht. Sondern als sogar Umar ibn Khattab gesagt hat zu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lass mich ihn meinen Kopf kürzer machen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam was, und er war das Oberhaupt der Heuchler gewesen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam was, er sagte, sollen etwa die Leute sagen, Muhammad tötet seine Gefährten, sallallahu alaihi wasallam? Er hat das nicht gemacht, sondern er hat sie bekämpft mit Argumenten. Und er hat sie bekämpft, indem er vor ihnen und ihren Eigenschaften gewarnt hat. Und das können wir heute auch tun, indem wir nämlich gegen Heuchler auch in unseren eigenen Reihen Leute, welche sich gegen die muslimische Gemeinschaft gestellt haben und welche mit den Gegnern des Islam zusammenarbeiten, aber immer noch behaupten, sie seien Muslime, dass wir sie bloßstellen und dass wir ebenfalls gegen sie argumentieren, in der Öffentlichkeit genauso wie sie das tun. Eine Form von Dschihad. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dies von unseren Propheten verlangt. Und dann, waghluz alayhim, und sei hart gegen sie. Es gibt bestimmte Menschen, das ist ganz, ganz wichtig, auch in unserem heutigen Umgang,
mit denen kannst du nicht weich umgehen, sondern gegenüber denen kannst du nur hart sein. Wenn jemand deine Religion permanent bekämpft, sich lächerlich über sie macht, dann musst du auch Grenzen setzen. Heuchler in der eigenen Gemeinschaft, welche offen gegen die Muslime hetzen und dann immer wieder behaupten, wir sind die besseren Muslime, wir sind die Muslime, die Deutschland braucht. Solche Leute kann ich nicht einladen, in meine Gemeinschaft zu tun, als wären sie Teil unserer Community. Nein, solche Leute muss ich hart behandeln, indem ich sie mich ebenso bloßstelle, wie sie versuchen, uns bloßzustellen. Das ist der einzige Weg. Und dann, وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ein schlimmer Ausgang. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das von unserem Propheten verlangt hat, schließt Allah diese schöne Sura ab mit zwei Gleichnissen. Und zwar das Gleichnis von jeweils, also sozusagen die Gleichnisse von jeweils zwei Frauen. Und das ist sehr interessant. Weil wir wissen, es ging ja um zwei Frauen, nämlich die Frauen des Propheten Hafsa und Aisha. Und dementsprechend schließt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura ab mit zwei Gleichnissen. Und in jedem Gleichnis geht es jeweils um zwei Frauen. Sodass Hafsa und Aisha noch einmal vor Augen haben, ich kann mich für den einen Weg entscheiden oder für den anderen Weg entscheiden. Und das Interessante ist, es ist bei diesen Frauen, gerade auch bei den ersten Gleichnissen, wo es um die Ungläubigen geht, um Frauen handelt, die jeweils Ehegattinnen vom Propheten gewesen sind. Sodass Hafsa und Aisha ganz genau wussten, sie sind damit gemeint und sie werden durch diese Ayat angesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Allah hat das Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. كَانَتَا تَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern, das heißt, sie waren Ehegattinnen von zwei rechtschaffenen Dienern, von unseren Dienern, zwei Propheten, Nuh und Lut alaihi wasalam. Doch handelten sie verräterisch an ihnen. Und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. Also die Propheten haben ihnen nichts genützt, dass sie Ehefrauen von Propheten sind. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Allahu Akbar. Ganz kurz nur, inshallah ta'ala. Allah ta'ala nimmt zwei Beispiele. Die Frau von Lut und die Frau von Nuh. Was haben die denn diese beiden Frauen gemacht? Was hat denn die Frau von Lut gemacht? Und zwar die Frau von Lut, ja, sozusagen. Ja, bitte. Die Frau von Lut, alayhi salam, sie hat mit dem Volk von Lut zusammengearbeitet. Und sie hat immer wieder verraten, seinem Volk, was Lut, alayhi salam, zu Hause macht. Und als die drei Gäste, und es waren drei Engel gewesen, der Gestalt von drei Jünglingen, zu Lut, alayhi salam, nach Hause kamen, hat sie ihrem Volk gesagt, dass Lut, alayhi salam, drei männliche Gäste empfangen hat. Sie hat sich also gegen wen gestellt? Gegen die Mission ihres Ehemannes. Sie hat sich auf wessen Seite gestellt? Auf die Seite des frevelerischen Volkes. Und dementsprechend hat Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt, dass sie ihn verraten hat. Und ganz wichtig, die meisten Gelehrten sagen, Ehegattinnen vom Propheten können ihre Ehemänner, die Propheten sind, nicht verraten, indem sie beispielsweise eine Affäre haben. Allah Ta'ala schützt die Propheten davor. Das ist die Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Sondern sie verraten sie lediglich hinsichtlich ihrer Botschaft und ihrer Mission. Und genau das hat die Frau von Lut getan und ebenfalls die Frau von Nuh, welche sich gegen seine Botschaft dann gestellt hat und welche Nuh alayhi salam verraten hat. Aber es hat ihnen nichts genützt, dass sie Frauen von Propheten sind. Und es wird dann gesagt, am jüngsten Tag geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Und hier nochmal ganz wichtig, meine lieben Geschwister, eine Lehre, die wir daraus ziehen können für uns selbst. Und zwar, nur weil dein Vater, deine Mutter betet und fromm ist, heißt es nicht, dass es dir etwas bringen wird. Sondern du musst selbst handeln. Du bist für deine eigenen Taten verantwortlich. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ. Und wer zu langsam ist mit seinen guten Taten, seine Abstammung wird ihm auch nicht weiterhelfen. Und unser Prophet sagte zu Fatima radiallahu anha, seiner eigenen Tochter sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, يَا فَاطِمَا اِعْمَلِي O Fatima, handele, فَإِنِّي لَنْ أُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْءَ. Aber ich werde dir am jüngsten Tag nichts bringen. Ich kann dir nicht helfen. Du bist für deine Taten selbst
verantwortlich. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden negativen Beispiele genannt hat, anhand von zwei Frauen, kommt Allah ta'ala jetzt zu zwei positiven Beispielen. Und zwar sagt Allah ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Und Allah hat es als Gleiches für diejenigen, die glauben, dasjenige von Fir'auns Frau geprägt. Wie hieß die Frau von Fir'aun? Asia bint Muzahim, subhanallah, sie hat geglaubt an Allah und es ist herausgekommen und sie wurde gefoltert auf übelste Weise und am Ende wurde sie getötet, subhanallah. Obwohl sie die Frau eines Tyrannen war, sie war die Frau eines Pharaos, es hat ihr aber nichts gebracht und sie ist geduldig geblieben. Und deswegen hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, es gibt vier Frauen, welche vollkommen und die Vollkommenheit erreicht haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte auch, wer diese Frauen sind, und zwar Khadija radiyallahu anha. Und er sagt auch, es sind die besten Frauen im Paradies überhaupt. Khadija radiyallahu anha, Fatima bint Muhammad, Maryam bint Imran und Asiya bint Muzahim. Diese vier Frauen sind die besten Frauen im Paradies. Und Asiya wird gefoltert. Und jetzt macht sie einen Dua und sagt, Rabbibni li indaka baytan fil Jannah. Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Das ist sehr interessant, dieses Dua. Sie sagt nicht, Rabbibni li baytan indaka fil Jannah. Sie sagt, Rabbibni li indaka baytan fil Jannah. Warum? Was ist der Unterschied? Und zwar, sie will, dass sie in der Nähe Allahs ist. Deswegen sagt sie, bau mir bei dir ein Haus im Paradies. Ich möchte bei dir sein, ja Allah. Das Haus an sich ist mir egal. Wichtig ist, dass ich bei dir und in deiner Nähe bin. Das ist das, worauf es ankommt. Rabbibni li indaka baytan fi jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi al-zalimin. Und errette mich von Fir'aun und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Interessant ist, könnt ihr jetzt sagen, hat Allah ihr Dua angenommen? Ja, hat er. Obwohl sie gefoltert wurde, obwohl sie getötet wurde, ja, hat er. Weil am Ende hat er sie gerettet, indem er sie nämlich gefestigt hat. Und das müssen wir verstehen. Manche denken, nur weil ich gläubig bin, muss es mir immer in der Dunya gut gehen. Nein, wie viele Menschen wurden aufgrund ihres Glaubens gefoltert und getötet und sind als Schuhada gestorben und als Märtyrer gestorben. Heißt das, dass Allah sie nicht unterstützt hat? Allah hat sie unterstützt. Aber es geht nicht um diese Dunya ist schnell vorüber. Es geht immer um deine Stellung bei Allah. Es geht immer was? Um deine Stellung bei Allah. Und wenn Allah dir eine hohe Stellung bei sich gewährt, dann hast du gewonnen. Und dann gehörst du zu den Faizin. Und dann gehörst du zu den Gewinnern. Und jetzt kommt die letzte Ayah. Ich mache ein bisschen schneller, weil ich will die Sura heute unbedingt abschließen, inshallah ta'ala. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte. Fanafakhna fihi min ruhina. Worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Ja? Wir wissen, ja, Maryam, die Jungfrau, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie schwanger werden lassen und er hat ihr von seinem Geist eingehaucht, sodass Isa alayhi salam dann in ihrem Bauch entstanden ist und sie ihn entbunden hat. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Wichtig ist, meine lieben Geschwister, welche Eigenschaft hebt Allah ta'ala hier bei Maryam alayhi salam vor? Allah ta'ala erhebt ihre Keuschheit hervor. Das ist eine so wichtige Eigenschaft. Für Frauen und für Männer. Aber gerade auch für Frauen. Für Frauen und für Männer. Aber gerade auch für Frauen. Eine Eigenschaft, welche eine Frau erhöht. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala Maryam alayhi salam erhöht hat. Und immer wenn wir heute an Maryam denken, selbst die Christen, ja, wie stellen sie Maria da? Wie stellen sie sie da? Immer mit einem Kopftuch, subhanallah. Als Ausdruck für ihre Keuschheit und für ihre Reinheit. Als Ausdruck für ihre Keuschheit und für ihre Reinheit. Eine schöne Eigenschaft. Ja, auch die Menschen heutzutage finden diese Eigenschaft schön. Nur durch diese ganze Lobby, die heutzutage ihr Unwesen betreibt, und ihr wisst, von welcher Lobby ich spreche, ja, hat man viele, viele Dinge verändert. Und das, was eigentlich schön ist, zu etwas Altmodischem gemacht. Und das, was eigentlich hässlich ist, ja, zu etwas Gutem gemacht und zu etwas Modernem gemacht. Aber der Schein trügt. Und lasst euch dadurch nicht blenden, meine lieben Geschwister im Islam. Das sind die wahren Eigenschaften. Das sind die schönen Eigenschaften. Und das ist das, was dich am jüngsten Tag erhöhen wird. Und deswegen, meine geehrte Schwester, aber auch mein lieber Bruder, achte darauf, dass du diese Keuschheit bewahrst.
und achte darauf, dass du nicht einen Fehler machst und dann Grenzen überschreitest und im Nachhinein all dies bereuen wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Keuschheit bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen vor Sinna und vor allem, was zu Sinna führt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Demütigen und Ergebenen gehören lassen. Amin, ya Rabbil Alamin. Dies sind jetzt nochmal zwei Beispiele gewesen von Allah ta'ala für aufrichtige, fromme Frauen, die Allah ta'ala erhöht hat. Nochmal als Erinnerung für Hafsa und Aisha, wo sie eigentlich oder wen sie sich eigentlich zu Vorbildern nehmen sollten. Möge Allah ta'ala uns ebenfalls diese edlen Frauen zu Vorbildern nehmen lassen und in ihre Fußstapfen treten und uns mit ihnen dann gemeinsam im Paradies vereinen lassen. Amin, ya Rabbil Alamin. Khair, dann schließen wir ab an dieser Stelle. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil sabr.